rein, Felix. Okay. Whatever. Die Königin der Soßen. Grüße, Königin der Soßen. Gericht diese Woche ist Gemüsepfanne. Ich hab gelernt, wie man Gemüsepfanne macht. Solltet ihr gerade auf mich warten? Ja. Ja, aber nur kurz. Tut mir leid. Wir haben heute sehr viel Pech. Sehr viel Pech, das ist schlecht. Und morgen wird es windig mit einer Menge Pollen. Wofür ist denn das wichtig? Für Honig oder sowas? Wenn man Honig machen würde? Wahrscheinlich. Vielleicht auch, um Saatgut zu finden, wenn man irgendwie Pflanzen hackt. Narzissen gehen auch. Guck mal, wir haben jetzt hier einen Narzisse, einen Lauch und... Nee, wir haben zwei Narzissen und einen Lauch. Nee, das heißt, du hast sogar noch zwei Lauchs, die hier rumlaufen. Ja, die können wir aber schlecht verschenken. Die brauche ich noch. Die müssen noch arbeiten. Arbeit, Arbeit. Arbeitet für mich, ihr Lauchgemüse. Ja, du bezahlst uns ja Naturalien, passt schon. Nein, passt den Haken, ganz genau. Ja, nicht nur, auch ein Grünkohl zum Beispiel. Ja. Was? Ja, wie viel Besamung ich habe, wusste ich nicht. Guten Abend, Harris oder Harris. Meine Quellen verraten mir, dass du ein wenig in den alten Gemeinschaftszentrum geschaut hast. Bla bla bla. Genau, Koop am PC. Nee, also ich bin am PC, wir sind alle am PC. Geht ja gar nicht anders. Nein. Plattformübergreifend geht nicht. Nein, doch. Oh. George will einen Karpfen. Falls ihr am. Das, am. Rechts oben gibt es Karpfen zum Beispiel. Oder generell, wie Binnengewässer haben ganz viele Karpfen. Ich glaube, wir haben auch noch Karpfen in der Truhe. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich habe noch keinen Karpfen geangelt. Guck mal in die Truhe, da gibt es eine Überraschung. Ich habe Karpfen geangelt. Map. 10.000 Schritte. Ach so, ich dachte 10.000 Gold bekommen. So. Nee, da will ich nicht hin. Okay. Du kannst es pflanzen. Er spielt es tatsächlich auf der PlayStation 4. Ja, wir haben einen Karpfen. Ich habe mir mal einen Karpfen rausgenommen, damit ich den dann meinem Quest geben kann. Hast du mal geguckt in die Truhe? Ist dir was aufgefallen? Welche Truhe? Nein. Eure blaue. Mir nichts aufgefallen. Aber hast du deine Muscheln da reingetan? Ja, hat sie. Ich habe alles da reingetan. sie ist im Kommunismus angekommen. Nein, weil ihr jetzt Ordnung haltet. Und wenn ihr Ordnung haltet, bin ich bereit mitzumachen. Wenn ihr alles mit in eine Truhe schreibt, mache ich nicht mit. So. Aber ich möchte das. Eine Paste aus Grünalge. Ich muss Grünalge zu Harvey liefern, siehst du? Ich muss gar nichts mit Karpfen. Ich gebe den Karpfen zurück. Dann, warte, wo bist du denn? Ich brauche den Karpfen. Ich brauche den Karpfen. Gib mir den Karpfen. Man kann das sogar alles Geschenk gegeben. Man kann sogar auf Organisieren klicken bei dem Zeug, dann wird das hier, ne? Getrübt. Sortiert. Ne? Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig von dem, was du geschenkt kennst. Ich habe ihm jetzt den Löwenzahn geschenkt. Ja. Hat er sich da gefreut? Nee, das ist halt neutral. Er meinte nur, oh, schön, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Wüsste, ich schenke jetzt eine Tulpe. Nein, Tulpen will er nicht. Der will, mag keine Tulpen? Oh, warte mal. Dann schenke ich ihm eine Pastinake, aber irgendwas Nützliches. Nee, du schenkst ihm, pass auf. Er ist neutral gegenüber Narzissen, Löwenzahn und Lauch. Und er mag nicht. Oh nee, der Rest ist ihm, glaube ich, egal. Er mag keine Milchsorten, Lachsbeeren, Meerrettich, Stechpalmen und Quarz. Ja, schenke ich ihm eine Frühlingszwiebel. Ja, dann schenke ich ihm eine Frühlingszwiebel. Das zählt dann wohl auch. Also, hier steht neutral alle Früchte, aber. Ach so, ja. Gibt es nur lieben, neutral und nicht mögen oder was? Nee, es gibt richtig geil finden, also lieben, es gibt mögen, es gibt neutral, es gibt weniger mögen und es gibt hassen. Und was ist und mögen bei ihm? Das haben wir ja noch nicht. Aber warte mal, was gibt's? Wir haben lieben und mögen alles nicht? Nee, warte mal, es gibt Sachen, die mögen alle. Also, alle mögen. Alle Blumen außer Mohn. Dann hast du deswegen? Entschuldigung, dann hast du es richtig gemacht, ja. Gibt's eine Tulpe? Er kriegt eine Tulpe, das ist in Ordnung. Muss ich auch was schenken? Hallo Black Dust. Du musst nicht, aber du kriegst Quests dafür, wenn die dich mögen. Du kannst aber generell eigentlich jeden Tag jemandem was schenken. Du musst nicht auf den Geburtstag warten, gibt bloß extra viel beim Geburtstag. Beim Geburtstag, genau, gibt's extra Punkte, das lohnt sich schon. Wo ist denn jetzt der Georgie hin? Georgie! Ich habe jetzt extra so einen scheiß Karpfen besorgt. George? Muss ihn halt wiederfinden. Der kann doch mit seinem scheiß Rollstuhl nicht so weit gekommen sein. Der ist normalerweise im Haus. Ist nicht im Haus. Ich war gerade da. Dann ist er wahrscheinlich in seinem Zimmer. Aber warte mal, es gibt doch auch eine Liste. Einfach dass er abends, bis er wieder da ist, mein Gott. Nee, du cheatest voll mit deinen Listen, alles nachgucken und so. Dann gucke ich jetzt halt nicht nach, dann suche ich ihn eben. Nee, das okay, Louis ist aber auch nicht in seinem Haus. Ist doch auch gerade Louis.
Wer war der? Ist, glaube ich, links oben habe ich den gesehen. Links oben? Da neben dem Supermarkt, da steht er ab und an so ein bisschen blöd rum. Habe ich ihn nicht gesehen. Warst du schon über die Brücke heute? Nee. Nee, warst du nicht. Alles klar, dann gehe ich dahin. Mach das. Aber noch eine goldene, also eine gelbe Truhe, da tun wir dann alle Erze und den ganzen Spaß rein und die braune nehmen wir für Baumaterialien. Siehst du, er hält Ordnung und jetzt fügst du dich. Kumpels halten halt zusammen. Bruder vor Luder. Oder auf Englisch, Bros before House. Ja. Oder nee, over House ist das in dem Fall. Sister for Mister, aber ich bin ja leider allein. Sisters for Misters! Hier ist das brüderlich geteilt und schwesterlich beschissen. Also Sisters for Misters kenne ich bloß bei Pitch Perfect. Was sagt er das? Sisters for Misters! Pitch Perfect. Tut mir leid, ich finde euch das alle ist so ein, und scheiß auf eure Girl Power. Das ist doch irgend so ein hier weibliches Junggesellenabschiedsvideo oder so ein Shit, glaube ich. Nicht? Das ist ein A Cappella. Hier ist Louis. Haben Gott gefunden. Geh mal weg. Ich will nicht dir das schenken, ich will es ihm schenken, ja? Ich kauf dann mal hier ein Zartkugel. Ein Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Junggesellen. Partyvideo würde ich eher Project X oder American Pie einteilen. American Pie ist nichts mit Junggesellenparty. Kaputt machen, ey. Das nervt. Was willst du kaputt machen? Die hat schon wieder den Brunnen kaputt gemacht. Hä? Und es gibt in seinem Zimmer. Und da ist eine kleine Wasserpumpe drin. Und dann wird das halt nach oben gesprudelt. Also das Wasser halt. Schon wieder von deiner Katze. Ah, jetzt habe ich George. Sehr schön. George ist auch schön, um Feuchtigkeit in Raum zum Beispiel zu bekommen. Du brauchst kein extra hier. Also gibt es da diese Raumbefeuchter oder Raumentfeuchter? Ich habe genug Feuchtigkeit im Raum. Ich brauche keine. Hä? Es gibt Sachen, die möchte ich nicht wissen. Wir sind im ersten Jahr am 7. Tag. Wir mussten neu anfangen, weil der alte Spielstand gelöscht worden ist. Ja, technische Schwierigkeiten bei mir, weil ich meinen RAM nicht richtig einstellen kann. Deswegen überspringen wir so ein bisschen Sequenzen, die wir schon gesehen haben. Oh scheiße, ich bin träge. Kann ich mich zum Mittagsschlaf wirklich hinlegen? Oder? Ja, kannst du. Du regenerierst dann, wenn du schläfst. Okay. Autsch. Ach verdammt, ich bin blöd. Ja. Schön, dass du es auch mal gemerkt hast. Du musst dann woanders hinlaufen. Ich wollte jetzt gerade. Nee, ich war doch schon beim Zauberer. Nee, ich bin nicht blöd, alles richtig. Ich hab den Zauberer schon Bekanntschaft gemacht. Ach shit, das wollte ich ja schon längst machen. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte, aber jetzt bin ich instinktiv Richtung Mine gelaufen. Ja, dann geh mal in die Mine, ich mach das Gemeinschaftszentrum. Naja, ich leg dann ein Schwert einfach schon mal so. Ja, deswegen, das ist jetzt zum Beispiel eine der Sequenzen, die wir schon mal gesehen haben, die ich jetzt überspringe. Hä? So. Ich war doch schon bei ihm. Jetzt beim Zauberer. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Wieso kann ich das nicht lesen? Ich war doch schon beim Zauberer. Irgendwas ist hier kaputt. Kann sein, dass erst wenn alle das gelesen haben, ich das wirklich lesen kann? Wenn alle beim Zauberer waren? Ich gehe gleich zum Zauberer. Du musst erst die Schriftrolle anblicken und dann zum Zauberer gehen. Ja, aber ich war doch schon beim Zauberer. Der hat mir doch, ich habe schon die Sequenz übersprungen. Zum warum muss man erst die Schriftrolle anklicken? Weil er sonst dich nicht kennenlernen will. Aber ich kann mich gerade nicht bewegen. Du stehst hier und hältst was hoch bei mir. Okay, mit WASD geht's, mit meinem Controller ging's nicht aus irgendeinem Grund. Akku leer. Nee, der ist ja angesteckt. Da ist ja nichts mit Akku. Ach, du hast einen USB-Controller. Ich habe einen Xbox One Controller und da ist es ein 2 Meter Mini-USB-Kabel dabei, den man einfach ansteckt an Windows 10 PC und fertig. Ach wow, bist du technisch auf dem meisten Know-how hier. Tatsächlich habe ich mir das nur mal geholt. Ich habe ewig einen Xbox 360 Controller gehabt, weil ich hier Forza spielen wollte und das ist mit einem. Erstens liegt der besser in der Hand, der Xbox One Controller, und der hat hier dieses Rumble-Feature in den Triggern. Und das ist bei Forza ziemlich geil. Da merkt man nämlich besser. Braucht jemand eigentlich einen Steam-Controller? Nee. Der liegt nämlich schon bei mir ewig lange rum. Ich kenne jemanden, der einen Steam-Controller haben will, tatsächlich. Der überlegt sich, einen zu kaufen. Oh. Wie soll also deinen Leinen nochmal verkaufen? Das Geile ist ja, selbst wenn du billig kriegst, ne, den Steam-Controller, zahlst du irgendwas um die, glaube ich, 25 Euro, nur damit die das verschicken.
Also selbst wenn der im Angebot ist für 30 Euro, zahlst du 55 Euro. Bestimmt die hin aus den USA oder was? Ja. Ich will jetzt ein Monster killen. Oder ich glaube aus Frankreich oder so ein Spaß. Abigail, Strommutter noch. Auf jeden Fall zwei Wochen. So, achso, wir haben aber die. Wir haben den Zirkusverkauf verpasst. Verdammt, hätten wir glaube ich nichts kaufen können. Das ist eh zu teuer. Man kann nicht alles haben. So, jetzt gehe ich nochmal zu dem blöden Magier und gucke, ob ich da rein kann. Also man kann die Monster relativ easy killen. Zumindest auf der jetzigen Schwierigkeitsstufe noch. Jetzt habe ich die Sequenz nochmal. So, und jetzt habe ich sie wieder übersprungen. Ich hoffe, ich kann das jetzt. So, ich muss mich nochmal zurechtrucken, deswegen Facecam wieder aus. Und in meinem Singleplayer-Account bin ich auch beim Jahr 3. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn du einfach dir was anziehst. Das nächste Mal. Ich habe ja was an, aber das ist dann irgendwie... Na. Kacke. Willkommen zurück, Black Dust. Oh Gott, mein Arsch tut weh. Ja. Ist jetzt hier irgendwie ungemütlich. Wie lange wollten wir noch spielen? Lang genug. Dreiviertel Stündchen, also noch 2-3 Tage. Was nur? Eine Dreiviertelstunde? Da sind wir wieder. Ich dachte, wir spielen ein bisschen länger. Nee. Der Ben möchte doch früh ins Bett gehen. Wir machen hier so die Primetime. So von 20 bis 22 Uhr, wo auch die besten Filme laufen. Genau, damit keiner von uns Filme gucken kann. Richtig. Geil. Oder so. Ich gucke ja eh keine Filme. Hier ist schon alles abgeholzt. Ja, ich habe auch gerade festgestellt, ich kann hier nichts mehr tun. Ah! Oh. Lass mich dich retten. Das sind zwei, ne? Ja und? Lumi ist stark. Lumi against Zombies. Verteidige mich. Oder wollen wir rot für Mineralien machen? Wollen wir rot für Mineralien machen? Ich habe rot genommen für Monster. Okay, dann machen wir sie halt weiß. Okay. Das fällt auf jeden Fall aus. Weiß finde ich schön. Oder lässt sie einfach braun bei Mineralien? Nein. Das sind so lebende Strohpuppen oder sowas. Jedenfalls geben die Gras. Okay. Er hält sich hier schon wieder nicht an die Ordnung. Ich krieg aus. Ben. Das ist bestimmt ich. Fasern im falschen Container. Ich wollte tatsächlich den grünen Container nur für so Erntesachen und essbare Sachen machen und nicht für alles, was irgendwie Pflanze ist. Ich wollte die ganzen Materialien Fasern. Und Fasern Materialien in dem braunen Container haben. Genau, Faser kommt in Baumaterialien rein. Echt? Ja, natürlich, damit kannst du dann auch dein Dings aufbessern. Also das brauchst du für manche Gebäude. Ich werde hier von Fledermäusen angegriffen. Ich gehe schlafen. Ich habe keine Lust auf Fledermäuse. Felix, du bist übrigens auch angegriffen, nicht, dass du hier stirbst. Ich sag's ja nur. Ja. Minenarbeit Stufe 1. Warum habe ich das nicht bekommen? Der braucht es ja auch nicht, wenn jeder von euch einmal die Woche und. Brauchst du nicht jede Nacht einen? Nein, vor allen Dingen nicht keinen von euch. Benni, meine nächste Nacht alle Tränen im Bett. So Honey in the Middle, it's not gay, ne? Leben vom Land. So und wenn man erstmal morgens wieder Brise. Nur kreuzen, ist es nicht schlimm. Alter. Lasst uns über Zäune reden. Zäune sind nützlich, um Unkraut fernzuhalten, eure Pflanzen zu schützen. Sie helfen Bauern aber auch dabei, ihr Vieh zusammenzuhalten. Zäune gehen nach einer Weile kaputt, aber Stein, Eisen und Hartholzzäune halten länger als gewöhnliches Holz. Anlaufstadt. Geister bringen Glück. Anlaufstadt gleich hier. Du erzählst irgendeinen Mist im Hintergrund und wir hören dir schon gar nicht mehr zu. Das ist so meine Gewohnheit, ja. Sie lassen so vor sich hin brabbeln. Das ist wie so ein Wasserfall im Hintergrund. Was haben wir denn hier? Noch eine gelbe Tulpe. Es gibt unterschiedliche farbige Tulpen. Die Kiefernzapfen sind zart. Die müssen in die Saattruhe. Warum kann ich noch nicht zum Magier? Da steht, dass das verschlossen ist. Weil du erst die blöde Schriftrolle im Gemeindezentrum anquatschen musst und dann einen Tag warten. Das hat dir der Ben vorhin in aller Breite erklärt. Ich hab dieses scheiß Buch da gelesen. Dass du nicht lesen kannst. Aber du musst nochmal in den Briefkasten gehen und da ist ein Brief drin vom Magier, dass du jetzt zu ihm kommen kannst. Okay. Wenn du das nicht gemacht hast, dann kannst du nicht da rein. Toll. Ich habe ihn gerade gelesen und bekommen und laufe jetzt zum Magier. Ja. Ich habe nämlich nichts drin, wo ich. Ich bin so viel besser als du. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall besser organisiert. Außer so Zeit für so Schnellreise oder so irgendwas. So, jetzt mach mal den Weg gehen. Lumi, achte nicht auf den Chat, komm später wieder. Ja.
Bitte klingt was? Nach Lumi. Ich habe schon wieder keine Nachricht bekommen. Ja, dann kann dein Handy irgendwie die Verbindung nicht halten, so richtig anscheinend. Nee, aber von dem einen habe ich die ganze Zeit Nachrichten bekommen. Also Black, das hat mir jetzt geschrieben, dass du nicht auf den Chat achtest. Schweinerei. Das ist überhaupt nicht wahr. Vielleicht ist er wirklich gebannt und ich habe ihn vergessen zu unbannen. Black Dust. Ja, das jetzt also, das ist der andere. Das ist der von gestern, genau. Ja, den, nee, mit den Witzen und so. Also mein Handy hat eigentlich... Ja, stimmt, mit den Witzen, ich erinnere mich. Witz ist eine gute Sache. Dann mache ich halt hier nochmal Dashboard neu laden, aber eigentlich... Ah, du bist über das Dashboard drin. Ja, weil dann bleibt mein Handy auch an und das refresht sich eigentlich die ganze Zeit. Verbinden. Okay. Komisch. Weitere Nachrichten ziehe unten, ja. Aber da ist nichts. Da sind jetzt 4 Nachrichten von Harris oder Harris? Gut, das kannst du mir nicht schlecht schreiben. Harris. Ja, Harris. Harris im Club! Jetzt habe ich 4 Nachrichten von Harris und dann nichts mehr. Nichts von Black Dust. Black Dust. Oder meint er den Aktivitätsfeed? Entschuldigung. Nee, auch nicht. Keine Ahnung, er hat gesagt Chat. Normalerweise ist es ein normaler Twitch-Chat. Nee, da steht nichts. Sorry. Ich weiß nicht, was mein Handy da macht. Anscheinend alles kaputt. Ja, keine Ahnung. Also, ich überspringe jetzt mal die Zauberer-Sequenz. Also, jedenfalls, Hallo an Black Dust von gestern. Ja, der hat inzwischen schon geschrieben, dass er später wiederkommt. Deswegen vermute ich, dass er schon wieder weg ist, weil wir nicht mit ihm reden. Dann tschüss, Black Dust. Ich finde es aber auch schwierig, mit den Zuschauern zu reden, wenn wir hier im Koop sind. Und das ja, ist dann halt ich so. Auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist jetzt auch schon aufgefallen, weil ich möchte gerne antworten auf die Sachen, die da stehen. Muss ich muten. Ja, wenn ich ja... Was? Müssen wir uns gegenseitig... Also muss man sich ja muten. Zumindest sein eigenes Mikro, dass die anderen das nicht hören. Boah, so, jetzt kann ich hier reingucken. Sehr schön. Ein Shortcut oder irgendwie sowas für... Ja, kannst du dir einrichten. Hotkeys. Hotkeys. Gucken kann. Hauptsache heiß. Ich geh mal zu dem Lauch. So, jetzt hat er nochmal geschrieben. Ich geh mal zu dem Lauch. Ich ihm ist es egal, wie ich es ausspreche. Aber ihn kann ich lesen. Harris, du hast das große Glück, dass deine Nachrichten ankommen. Das ist hier ein Filter davor. Das ist ein Filter, ne? Von wem ich was bekomme und von wem nicht. Nee, keine Ahnung. Schöne Suppe. Schöne Suppe, Francais! Wenn jemand was schreibt und ich nicht antworte, liegt es daran, dass ich nicht unhöflicherweise dem Ben ins Ohr oder dem Felix ins Wort fallen will oder weil ich einfach nichts bekomme. Das ist aber schon eine gute Option. Was? Ja, entweder willst du uns nicht ins Wort fallen oder ich hab nichts bekommen. Du hast nichts bekommen. Genau, dann weiß man halt nie, hat sie es jetzt nicht bekommen oder will sie nicht antworten. Aber ich wollte auch damit einfach nur sagen, dass ich nicht aus Gemeinheit oder weil ich jemanden nicht leiden kann, nicht antworte. Sondern einfach nur, weil du eine Ausrede findest. Nein, weil es einfach so ist. Fertig. Ich kann ja nichts dafür. Aber du hast gute Ausreden, sag ich ja. Ja, in Wahrheit hasse ich alle Menschen, die hier zugucken. Deswegen streame ich auch, weil ich Menschen nicht leiden kann. Das klingt logisch. Also kann ich nachvollziehen. Hätte ich aber jetzt nicht so meinen Viewern direkt ins Gesicht gesagt. Felix, schreib du mir nicht auch noch Sachen, sonst bin ich gänzlich verwirrt. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was ich hier mache. Ich wollte eigentlich den Lauch suchen und bin jetzt einfach hier irgendwo. Ich habe mich verlaufen. Der Lauch sät gerade Tulpen. Ich meine doch nicht dich. Das ist auch so. Ich habe nämlich eigentlich die ganze Zeit verstanden, wo ihr gesagt habt, der Lauch macht jetzt das oder wo ist der Lauch? Okay, warte mal, du hast gesagt, ich muss einfach nach unten über den See, ne? Ja, das ist halt, wenn du unter unserem Haus in dem Gebiet bist, dann ist es recht unten in dem Gebiet. Also nicht mehr rausgehen aus dem Gebiet. Da war ich gerade. Da sind halt so wie bei uns halt auch diese gelbe Boden und da sind manchmal Sachen drin, manchmal aber nicht. Ja, da war ich, war doch vorhin da, aber jetzt finde ich es nicht mehr. Was, wie Sachen drin, wo war, hä? Die Frühlingszwiebeln sucht sie. Die wild wachsen, die kann man nicht anbauen. Hm. Oh. Hier ist nichts. Die sind nur manchmal oberhalb, wenn du zur Mine läufst, also... Nee, da gab's eine ganze Plantage. Das ist der Lauch. Unten. Frühlingszwiebeln ist was du wirklich ernten musst, so zum Rauszupfen und nicht, was oberirdisch liegt. Ich wollte ja eigentlich in die Mine gehen, aber ich habe jetzt so wenig Platz und sowas und ich dachte, nee, die Mine lasse ich noch weg. Also ich komme hier zu diesem Fluss und dann gehe ich links entlang an den Fluss oder rechts entlang? Ah, ich glaube hier unten an dem Kanal habe ich was gefunden. Wo bist du denn? Bist du rechts über die Brücken? Ja. Ich bin eigentlich ganz unten rechts halt. Sag ja, ganz unten rechts in dem Gebiet musst du hin. Aber du musst über den See drüber. Komm doch mal mit.
Ach, da ist einfach nichts gewachsen. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Komm kann mit. Sein, dass da einfach nichts gewachsen ist. Das ist da kurz vor dem Auslass von der Kanalisation. Ja, ich glaube, das ist nichts gewachsen. Hier so an den Stellen ist eigentlich was. Ich habe eine Frühlingszwiebel geerntet. Ich hätte die ja dir gelassen, aber du wolltest ja nicht. Du bist selbst dran schuld. Hast gehört? Eben. Du wolltest ja halt nicht. Da unten an der Treppe war einer, aber die wolltest du ja nicht pflücken. Ach, dann war das doch hier. Ja, nee. Ich dachte, ja, da wächst ja, ein bisschen mehr. Bin enttäuscht. Dann willst du meine haben? Meine Frühlingszwiebel? Nee. Bei dir klingt alles falsch. Was ist denn an der Frühlingszwiebel schon wieder irgendwie... Willst du meine Frühlingszwiebel haben? Ja, wenn du das so ausdrückst, ja. Aber nicht, dann willst du es haben, okay. Willst du meine Frühlingszwiebel haben? Ist ja nett, aber willst du meine Frühlingszwiebel haben? Komm, ich zeig dir meinen Teddybär an. Ich zwiebel dir ein. Oh Gott, holt mich hier raus. Bitte. Hilf, ich bin eine Frau und mich hier raus. Du bist keine Frau, oder? Nee. Haben wir noch Löwenzahn oder haben wir den jetzt komplett verballert? Ich will einfach nicht mehr. Ich gehe jetzt und weine. Und du musst aber heute Nacht wieder wollen. In die Dusche, wie hier bei fühle mich sexuell belästigt und so, me too. Du, ich bin eine Biene, die da in der Dusche hockt, weil sie von der Biene da vergewaltigt worden ist. Wir haben keinen Löwenzahn, wir brauchen aber noch Löwenzahn. Wenn ihr irgendwelchen findet, bringt den bitte mit. Okay. Siehst du, deswegen horte ich Sachen. Wir weiß nicht, wo der hin ist. Ob wir den irgendwie verschenkt haben, so? Du hast vorhin Löwenzahn verschenkt, du bist dran schuld. Aber ich habe eine Narzisse verschenkt, ich habe keinen Löwenzahn verschenkt. Verdammt. So, ich glaube, langsam soll ich wieder anfangen, die Sachen zu lesen, weil ich nicht mehr weiß, was die erzählen. Ach genau, eine Paste aus Grünalgen. Ja, eine Paste aus Grünalgen kann ich ja nicht machen für Harvey. Ich kann nur Grünalgen selber geben. Was wollte ich denn jetzt machen? Eigentlich würde ich gerne mal in die Mine, aber ich habe nicht genug Platz. Vor allem ist es schon zu spät. Wer fehlt mir denn noch? Ihr fehlt mir alle noch? Ja. Hayley fehlt mir sogar auch noch. Ich erkunde Ebene 5 in der Mine, das müsste ich eigentlich auch hinkriegen. Miau. Immer auf hier die ganzen Mülleimer zu durchwursteln. Ach nein, du hast die Pastinaken alle geerntet, gell? Ja, was ist damit? Ja, da geht natürlich meine Quest nicht weiter. Da steht Pflanze alle eine Pastinake und ernte sie. Ich habe natürlich keine geerntet. Ja gut, das kann ich nichts dafür. Wenn man halt faul ist, Pech gehabt. Haben wir noch Pastinaken? Dann bitte lasst mir eine liegen. Außerdem, Benny, ich habe gerade den Müll durchsucht und habe einen Quarz gefunden. Also so schlecht ist es nicht. Ja, aber dafür kriegst du halt, du bist halt der Müllmann. Nur wenn du gesehen wirst dabei. Wenn sie dich nicht sehen, ist es ihnen egal und bei Linus ist es sowieso egal. Und solange mich keiner sieht, kann ich es ja machen. Ich höre es nur mal, wie es flop macht. Flop, flop, flop. Wenn man hier das war das Erste, was ich gemacht habe in dem Spiel. Im Bereich ist. Müll durchsucht. Mir fehlt Hayley noch. Wo war denn immer Hayley üblicherweise? Da ist Hayley. Hallo Hayley. Ist Hayley die Blonde, die alle hatet? Ja, das ist die Bitch. Die Bitch des Dorfes. Die musst du eigentlich flachlegen in dem Spiel. Nee. Eine Frau, die so eingebildet ist, will ich nicht flachlegen. Ach, schade, dass man hier kein Hormonstart irgendwie machen kann. Harris, ich glaube, es ist in der Kanalisation, geht erst später los. Das hat mir der Felix dazwischen geredet. War auch nicht schlimm. Was? Harris fragt wegen der Kanalisation, aber ich glaube, das ist erst später. Brauch noch ein Kind? Sequenz. Was, braucht jemand ein Kind? Nee, ich muss noch zwei Kinder Hallo sagen. Das ist jetzt noch nicht. Später wäre ein Kind ganz nett, aber aktuell brauche ich keins. Aber danke der Nachfrage. Ich war jetzt bei dem Zauberer und warum kann ich jetzt... Ach, ich muss erst hier diese Aufgaben mitmachen. Welche Aufgaben? Naja, hier in dem Gemeindehaus. Jetzt kannst du das Gemeindehaus überhaupt die Aufgaben machen. Ja, ne, aber das ich wollte es sonst machen. Wir müssen die erste erst erledigen, deswegen brauche ich hier Löwenzahn. Dann haben wir die erste erledigt und dann gibt es mehr Aufgaben. Dann gibt es zum Beispiel auch Fischaufgaben und sowas. Und dann müssen wir nachher mal gucken, dass wir morgen mal alle nach Löwenzahn looten. Gibt doch Holz. Ach so, wegen den Zwiebeln. Ich war mir nicht ganz sicher, was du meinst. Ja, die Zwiebeln waren ja leider alle schon weg. Ja, ich habe ja noch eine Zwiebel. Zwiebelschniebel. Kann ich die Zwiebel dann auch hintun? So, die Lumi geht jetzt ins Bett. 21.40 Uhr, Lumi ist die erste, die ins Bett geht. Klingt unrealistisch. Ist auch unrealistisch. Ich glaube, ich erledige lieber noch ein paar Monster.
Da kriegst du nicht auch irgendeinen Skill dafür, mit so einem Monster kloppen? Ja, irgendwie schon. Aber ich habe mein Inventar voll. Ich muss jetzt erstmal mein Inventar raussortieren. Ich war noch nicht mal in der Mine, da muss ich nochmal hingehen. Ich habe noch nicht mal das Ding abgeholt. Steine, Gräse, Tannenzapfen und jetzt noch ein Schleim. Komm, Schleimi. Hier, Schleimi, Schleimi. Schleimi, Schleimi, Schleim. Ja, du willst sterben, gell? Genau. Du willst sterben. Du bist der kleine Schleim, der sterben will. Oh, war ja. Schon gesagt, dass ich so leichte psychopathische Züge habe manchmal. Was hat Inna letztens geschrieben bei Jodel? Manchmal lebe ich ja meine dunkle Seite gerne aus. Sperre drei Sims in einen Raum mit einer Staffelei und gar keinem Essen und dann gucke ich, wer mal. Ich habe früher immer gern bei Black and White hier die Leute rumgeschmissen und dann kam immer tot, tot. Siehst du, ich habe so lange Feuerbälle auf das Nachbardorf geworfen, bis sie ja nicht geglaubt haben. Das habe ich auch gemacht. Das Problem ist, mit Black and White, irgendwann auf einer Insel ging das nicht, weil die irgendwie extrem, keine Ahnung, glaube ich, an ihren Gott waren. Dann habe ich das komplette Dorf ausgelöscht, aber ich habe nicht an mich geglaubt. Dann habe ich Missionare dahin gesetzt und die haben immer noch nicht an mich geglaubt, obwohl da niemand mehr lebte, außer meine Missionare. Das war komisch. Ja, tja. Weil die erste. Sieht die man mal wieder, mit Gewalt geht es auch nicht immer. Nicht immer, aber fast. Noch. Es waren einfach nicht genug Feuerbälle. Ich habe halt nicht die Ausdauer gehabt. So langsam gewöhne ich mich an die Beobachtung. Ich habe mich umgesetzt, ohne die Kamera auszumachen. Glückwunsch. Hey Felix, so. Du fehlst hier noch. Ja, kann ich kaum. Kommst du jetzt endlich mal ins Bett? Genau, komm doch mal in Lumis Bett jetzt endlich. Kriegst du schon wieder in mein Bett? Ach, ihr wolltet ja zu zweit heute kommen. Na, dann kommt mal rein in mein Bett. Ich zeig dir deine Frühlingszwiebel. Genug Platz für alle. Genug Platz für euch alle. Kommt. Aber ich liege oben.